Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Okay, ich sage Sarah! Ah, Sarah also! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Möglicherweise sind wir ein Idiot. Aber vor allem kein egoistischer. Das möchte ich hier kurz berichtigen. Denn was wäre die ganze Story? Was wäre ganz Alan Wake ohne Barry? Okay, schauen wir mal, was an der Absturzstelle passiert ist. Dort liegt das Flugzeug. Doch zunächst einmal, ja, wir hatten schon lange nicht mehr eine kurze Manuskriptseite. Na, nochmal schnell die Batterie nehmen. Ne, Gegenstandslimit erreicht. F5 drücken. Wir hatten das Dunkel jagt Wake und Alice wird im Dunkel gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht. Und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Und hier sehen wir, es herrscht eine mentale Verbindung zwischen Alice und Alan. Wir haben ja immer mal zwischenzeitlich diese Vision von ihr. Und dennoch, wir wollen sie retten. Barry auf der Polizeiwache, was macht er dort? Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry, irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Und dann hat er scheinbar auch Panik bekommen und ist zu uns gerannt. Ja, aber ja, trug es mit Fassung. Dennoch muss man auch beachten, auch Barry, auch der große Barry mit den coolen Sprüchen, hat die ein oder andere Angst vor der Dunkelheit. Und hier sind wir schon wieder zu viele Vögel. Ich denke, auch die werden wir meistern. Ach, ihr schon wieder. Das schien alles schon so halb gelöst. Wir brauchten einfach nur durch irgendeinen hellen Tunnel dorthin laufen. Zum großen Staudamm. Was ist? Da stürzt dieses doofe Flugzeug auch noch ab. Aber das Wichtigste sind hier unsere Freunde. Wir wollen nicht noch Barry verlieren. Und deswegen schauen wir nach. Damit es ihm nicht auch noch so möglicherweise geht wie Alice. Wenn er noch am Leben ist. Also dort hinten kann ja alles passiert sein. Okay, ich habe mich vielleicht schon etwas selber verraten. Egal. Ich lasse es jetzt erstmal unkommentiert, ja. Bis wir wirklich... Ja, sind nur noch ein paar Meter, dann sind wir schon an der Absturzstelle. Och, ihr Vögelchen, Mensch. Sucht euch ein Nest, geht schlafen. Mir reicht's. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Dann hoffen wir auch mal, dass das
Wrack wollte ich sagen, dass es Wrack leer ist. Und nicht mit Leuchtfackeln ausgestattet. Die wird wohl jemand verloren haben. Hoffentlich. Und wir hören es. Es hört sich an. Nach Bonus. Barry! Barry! Nee, jetzt ist es wieder weg. Okay, Barry lebt auch noch in einer Minute, hoffe ich. Die Pfeile zeigen hierhin. Komisch. Nee, dann doch zu Barry. Vielleicht ist er ja unser Bonus. Und ich denke, das ist schon ein Riesenbonus, dass die beiden den Absturz überlebt haben. Hier mit einem kleinen Feuerwerk. Das bringt ein bisschen Stimmung in die ganze Sache. Durchhalten, ich komme! Weg mit euch, ihr Freaks! Weg von mir! Oh oh, so. Dann machen wir mal mit bei dem kleinen Feuerwerk hier. Gegen das Böse, gegen das Dunkel. Du noch weg. Ach, dich konnte ich eh nie leiden. Euch alle konnte ich nie leiden. So, nur noch du jetzt hier, oder was? Okay, das ging gut. Und ich freue mich, euch wiederzusehen hier. Wir wollten schon einen auf Butch Cassidy in Sundance Kid machen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Bitte. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davonzurennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Tja, und dann macht er sich schon wieder hier lustig über das Ganze. Hätte doch weiter trainieren sollen. Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass hier in diesem Horror, in diesem Thriller auch ein paar Komödien-Elemente drin sind. Am besten hat mir natürlich dieser kleine Saufabend gefallen. Im letzten Kapitel. Auch wenn den dann dieser FBI-Agent Nightingale unterbrochen hat. Was zum Teufel ist das? Das ist ja überall! Oh Mist, es sind mehrere! So, und ich weiß nicht, aber ich nichts glaube... Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Ich glaube, hier ist es auch wieder besser, wenn wir die nicht bekämpfen. Es ist jetzt ja nicht so wie beim Rollenspiel, desto mehr man killt, umso mehr Punkte gibt's. Hier geht's ums Überleben. Und darum, Alice zu retten. Ja, ich sehe gerade keinen. War's das? Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Wow, ich glaube, das war's. So kann man es natürlich auch machen. Hey, Al, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Eine Pause machen, hä? Nee, Pause machen wir, wenn Alice gerettet ist. Man kann sich natürlich auch fragen, wenn man hier ewig lange rumrennt. Ist es das wert? Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Und die Antwort, ja, es ist wert. Das ist es wert, dass wir die Hürde auf uns nehmen. Mensch, und ich merke gerade, ich steigere mich schon richtig in das ganze Game hier rein. Hier mit diesem ultraschnellen Aufzug. Achtung, da kommen sie! Na toll. Oh nein. Wofür gibt's Leuchtpistolen? Zack. Volltreffer hier in einer Slow Motion. Sie kommen! Wir müssen sie abwehren! So, wo ist denn hier der Rest? Na, da geht's doch weiter. Zack. Nee, hat gerade gar nichts gebracht. Oh oh. Nee, das war jetzt doof. Das ist echt der lahmarschigste Aufzug der Welt. Und hier machen wir auch wieder einen Volltreffer in Slow Motion. Immer drauf, genau, Sarah. Ja, nochmal immer drauf. Auch wenn du dich wiederholst. Für eine KI-Tante bist du in Ordnung. Halten Sie durch.
Hat sich da was bewegt? Nochmal schnell nachladen hier. Oder vielleicht doch nochmal diese Leuchtpistole nehmen. Und der Aufzug ist da. Wir können rein. So, drücken, damit es nach oben geht. Benutzen. Ja, mal wieder Rettung in letzter Sekunde. Wo war ich gerade eben stehen geblieben? Wir sind fast da. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Okay, wo war ich gerade stehen geblieben? Unsere Frau Alice, ist es das wert? Und auf jeden Fall, es ist es wert. Oh Mann, ich hasse das. Hier noch eine Thermosflasche. Mensch, dann zocke ich das zum dritten Mal und erst jetzt finde ich die. Okay, mit diesem... Ja, mit den Treppen wäre es auch etwas einfacher geworden, aber wir haben den Aufzug genommen. Der zum Glück auch funktionierte. In Horrorspielen oder generell in so einem Film ist ja auch typisch. Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Dass die Aufzüge dann runterkrachen oder irgendetwas Brutales passiert. Aber wir sind ja hier die Hauptprotagonisten. Und da wäre das schon doof. Ja, na toll. Wake, was ist hier los? Auf diesem Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Ja, geht Dunkelheit. Hoch, findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Hier geht's weiter, denn... Na, jetzt kommt's. Ich wusste es doch noch. Na toll. Das kann doch nicht wahr sein. Na, super freundlich hier. Na, komm du auch noch weg. Mensch, da wird man ja... Boah, da wird man ja richtig überfahren. Meine Fresse. So, jetzt hier nochmal diese Hügellandschaft nach oben. Auf dieser Hügellandschaft nach oben. Vollmond, ja, wie immer. Aktueller Wetterbericht. Es regnet nicht. Es gruselt.